Das hoffe ich nicht, weil es auch nicht durch die Regelungen der Europäischen Union indiziert ist. Es gibt keine einzige Norm, die uns zwingt, einen derartigen Unsinn in unsere Rechtsordnung zu übernehmen. Damit ruiniert man letztlich sogar das gesamte Mietrecht, weil man in Zukunft sozusagen als Vermieter ja niemanden mehr ablehnen kann. Man ruiniert damit das gesamte Arbeitsplatzrecht. Alle Bemühungen, zusätzliche Lehrlingsinitiativen, zusätzliche Beschäftigungsinitiativen zu setzen, werden ja durch solche Unsinnigkeiten konterkariert. Also das sind wirklich unnötige, politisch korrekte Fleißaufgaben, wo ich hoffe, dass der österreichische Gesetzgeber hier entsprechend auch Vernunft walten lässt und sich diesen Unsinn nicht in die eigene Rechtsordnung transportieren lässt.